Fast jede Sonnencreme schützt zuverlässig vor UV-Strahlung. Das hat Stiftung Warentest 2021 in einer Untersuchung herausgefunden. Voraussetzung für den Schutz ist allerdings, dass man genug Sonnencreme verwendet. Ein 1,80 Meter großer Erwachsener braucht etwa 3 Esslöffel oder etwa 40 Milliliter Sonnencreme. Berücksichtigt man dann noch, dass man nach dem Schwitzen oder dem Schwimmen regelmäßig nachcremen sollte oder dass mehr als eine Person die Creme nutzt, dann reicht eine 200 Milliliter Flasche höchstens 5 Tage. Dass man dabei nicht unbedingt zu teuren Produkten greifen muss, zeigen Tests immer wieder. Auch bei der Stiftung Warentest ist der Testsieger ein eher günstiges Produkt. Platz 1 sicherte sich nämlich die Sundance Sonnenmilch von DM. In nahezu allen Kategorien konnte die DM-Creme mit Lichtschutzfaktor 30 mit der Spitzennote sehr gut abschneiden. Die 200 Milliliter Flasche kostet dabei gerade einmal 3 Euro. Dabei untersuchte der Stiftung Warentest die folgenden Merkmale: Einhalten des ausgelobten Schutzes, Feuchtigkeitsanreicherung, Anwendung, mikrobiologische Qualität, kritische Duftstoffe nachgewiesen und Beschriftung und Verpackung. Platz 2 ging an Lavoson Sonnenmilch von Müller, die schon für 2,45 Euro zu haben ist. Platz 3 ging ebenfalls an Sundance, und zwar die Sensitiv-Version für empfindliche Haut bei einem Preis von 4 Euro. Die teurere Konkurrenz schneidet zum Teil deutlich schlechter ab. Diese Produkte unterbieten den angegebenen Schutzfaktor und schneiden deshalb insgesamt mangelhaft ab. Übrigens, laut einer Studie in Frankreich können alte Sonnencremes einen gefährlichen krebserregenden Stoff bilden, das sogenannte Benzophenon, welches sich aus dem chemischen Filter Octocrylen bildet. Dies hat man anhand von Tierversuchen festgestellt. Deshalb sollte man unbedingt auf das Mindesthaltbarkeitsdatum der Creme achten.